Hallo, mein lieben Hochstapler, und willkommen zu Lego City Nummer 48. Soweit sind wir auch hier schon. So sieht das Heft aus. Es enthält natürlich Rätselcomics, Spiele und ein Comic, in dem selbstverständlich, wie es sich für City gehört, auch unsere Beilage vorkommt. Dieser wunderbare Teleskop-Stapler. Ich habe gerade vergessen, wie die Dinger heißen, aber ihr wisst hoffentlich, wie sie heißen oder auch nicht. Dann ist es wenigstens nicht peinlich, wenn ich es nicht weiß. Ich bin ziemlich sicher, die heißen Teleskop-Stapler. Nein, Teleskoplader. Kommen wir einfach erstmal dazu. Ja, genau, im Comic spielt dieses nette Fahrzeug natürlich eine Rolle. Unsere Figur hier heißt Stefan Stapelsen. Ja, es ist ein bescheuerter Name, aber darüber müssen wir bei diesem Heft nicht reden. Comic ist ganz lustig. Ein bisschen. Mach ich einen Spoiler? Ich sag mal so viel. Stellt euch ein Jenga-Spiel mit Teleskopladern vor. Dann wisst ihr ungefähr, was hier los ist, aber im Rahmen von der Wetten-dass-Sendung. Mein Gott, es gibt wieder Wetten-dass. Die Welt ist so grauenhaft. Wir haben außerdem Poster. Das ist das Poster, das nicht in der Mitte ist. Das heißt, das kann ich meine Vergrößerung hier zeigen. Finde ich ganz nett, dass die Baufahrzeuge, die zuletzt drin waren, quasi nochmal in einem Poster vereinigen. So als ist es halt eine Gruppe, die zusammengehört auf der Baustelle. Irgendwie lustig. So, und dann haben wir noch das Poster ganz in der Mitte, das ich zeigen kann, ohne alles kaputt zu reißen. Dafür muss ich auf der Seite zeigen, wir haben nämlich ein Hochformatposter. Unser Stefan Stapelsen mit seinem Stapler, mit super Staplerklasse. Ist eigentlich ganz schön gestaltet. Ne, die dynamische Pose gerade von dem Stapler auch hat was. Gute Gestaltung, könnte man ruhig für ein anderes Thema verwenden, aber hey, gut gemacht ist es auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand City-Sachen an die Wand hängt. Wenn doch. Glückwunsch, ihr habt ein gutes Poster bekommen. Ich schlage mal die Anleitung auf. Die war irgendwo hier hinten, wenn ich das im Kopf habe. Da ist sie, genau. Und leg die mal beiseite. Und jetzt mal erstmal die Ninjago-Karten auf, die noch dabei waren. Unser lieber Jay, der piekst uns hier ordentlich mit seiner Piekse in die Kameraperspektive. Geheimnis der Tiefe-Karten. Ich habe zu den Ninjago-Karten übrigens nächste Woche eine Ankündigung. Könnt ihr schon mal drauf gespannt sein? Was mache ich mit den ganzen Ninjago-Karten? Weil ich sammle die definitiv nicht und habe einen richtig, richtig heftigen Stapel inzwischen. Da machen wir nächste Woche was mit. 1. Dezember kommt da was. So, aber jetzt erstmal haben wir schwarzen Schlangenboy, Snackboy, Danger Noodles. Wunderbar. Wir haben grünen und schwarzen Boy. Auch die Minderheiten müssen repräsentiert werden. Nochmal den. Wow, das ist definitiv eine sehr schwarze Ausgabe. Das ist eine sehr japanische Karte. Und die wissen auch nicht ganz, was los ist. Versuchen gerade irgendwie das zu klären. Oder sie versuchen rauszufinden, warum ihre Namen eigentlich im Vergleich zu ihren Charakteren genau falsch rum sind. Aber das ist das, was wir diesmal in den Karten haben. Findet ihr euer Schicksal darin? Ich hoffe nicht. So. Dann haben wir unsere Beilage. Diesmal wieder im Plastikpacken. Nein, ich verstehe immer noch nicht die Verteilung der Papier- und Plastikpacken. Hier ist noch ein Rest von dem Klebstoff. Der war diesmal richtig klebrig. Das seht ihr auch am Heft, wo ich hier abgezogen habe, dass da noch so ein Streifen Farbe ab ist, weil der hat richtig heftig geklebt diesmal, der Kleber. Das war überraschend. Normalerweise geht der leichter ab. Aber okay. So, von vorne unser Staplerfahrer. Dass der nicht Klaus heißt, ist sehr schade. Wird jetzt auch niemand mehr verstehen. Der Film ist auch so alt. Naja, noch ein Stapler. Ihr seht, er kann die Gabelstaplergabel bewegen. Ich hoffe, dass hier oben auch. Das sieht aber so aus, damit er auch die Kufen so auf Ebene halten kann, damit er auch wirklich funktioniert. Schade, vielleicht kann er. Ja, es sieht nicht so aus, als könnte er so hoch und runter fahren, wie sich das für einen richtigen Teleskoplader halt gehört. Aber wir werden sehen. Wobei, dann wären auch die Räder im Weg. Bauen wir erstmal. Schauen wir dann. Wir haben unseren Größenvergleich, ein 4, ach so, das ist dieses Barrenteil hier hinten, okay. Und eine Setnummer, die 95212. Viel, viel Text, viele Symbole und eine Lasche zum Wiederverschließen für die Sammler. Jawohl, fühlt sich übrigens gut voll an, die Tüte. Also, da kann man nichts sagen. Es sind, glaube ich, nicht so viele Teile, aber es sind große Teile dabei. Und da holen wir schon wieder die Reifen weg. Oh Gott, es kommt gar nicht raus hier. Irgendwo hängt das fest. Noch ein Reifen, noch eine Technikstange, hier ist noch mehr drin.
noch ein Reifen. Und ich glaube, jetzt haben wir es. Ne, da ist noch was unten drin. Kommt da. Jetzt hängt da die Lasche. So. Oh, er hat seinen Kopf verloren. Jetzt sind wir aber leer, oder? Das sieht gut aus. Wenn wir richtig reingucken, mein Gott, diese Tüte wehrt sich heute aber richtig. Ja, das ist leer. Okay. Nicht, dass ich noch ein Cape vergessen habe für den Bauarbeiter. Dann bauen wir ihn erstmal zusammen. Das ist diesmal eine einfache Geschichte. Der hat nichts auf dem Rücken oder so. Der ist sehr direkt. Wo ist seine Cappy? Da ist seine Cappy. So, guter alter Bauarbeiter im Holzfällerhemd mit dem Steven Spielberg-Gesicht. Er hat nur eins davon. Dafür aber als Steven Spielberg und eine grüne Kappe. Oh, er bedruckt Beine. Oh, das ist schön. Hier Taschen auf den Beinen. Das ist sehr nett. Beige Beine mit Taschen drauf. Hinten natürlich nicht. Das lustige Holzfällerhemd geht hinten aber weiter. Das ist schon mal schön. Also die bedruckte Hose ist tatsächlich eine Überraschung. Das freut mich tatsächlich. Und dann haben wir noch unser Fahrzeug. Ich kann gleich sagen, ich habe schon nachgeguckt, was hier den Teilewert angeht. Da haben wir nichts Bemerkenswertes. Warum fährt da draußen jetzt ein LKW rückwärts? Ja, geh weg. Okay. Wie ist das? Moment, sorry, ich bin gerade komplett verwirrt von der Anleitung. Okay. Also einer kommt da hinten drauf und einer dann hier so. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Und damit ist er wieder auf einem Level. Ja, okay. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist vom Teilepreis. Ist das hier ungefähr bei der Hälfte des Heftpreises. Es ist ungewöhnlich wenig diesmal, aber das ist nicht das Problem. Das ist das Problem für Investoren und so weiter. Für mich ist die Frage, ist es ein schönes Modell? Und das werden wir rausfinden, sobald ich mit dem Bauen hier fertig bin. Was das aber bedeutet ist, ich habe nicht wirklich viele Teile, auf die ich hinweisen kann, weil das ist alles Standard. Ja, teilemäßig ist hier nichts groß Spannendes dabei. So. Ja, der kann definitiv nicht hoch und runter fahren, sondern dreht sich hier und da oben ist nochmal so ein Gelenk. Okay. Mittendrin die Räder. Oh, ihr werdet aber exotisch mit den Bauanleitungen. Normalerweise ist das immer der letzte Schritt. Und der erste, den ich mache. Insofern haben wir einen Kompromiss gefunden, liebes City Magazin. Wow. Und einer noch. Was ich teilemäßig eigentlich sagen kann, ich mag diese fertigen Fahrzeugbasen nicht wirklich, weil man aus denen nichts bauen kann, außer halt Fahrzeugbasen. Die mag ich lieber, wenn sie gebaut sind, dann habe ich viele kleine Steine, aus denen ich was anderes bauen kann. Ist hier leider nicht der Fall. Naja. So rum. So, jetzt kommst du, okay. Stangen. So, da ist schon mal unser kleiner Stapler. Und ihr seht, die Gabelstaplergabel, die bewegt sich über diese zwei Gelenke. Und wenn man sie weiter nach hinten, dann fällt die Palette unten einfach mal runter. Das ist das Maximale, wie hoch man es hat. Während das noch eben ist, das geht auch noch gerade so. Und ansonsten kann man den so runter bewegen. Nicht die beste Art, um im Lager zu arbeiten, aber es funktioniert. Es funktioniert und ihr seht, davon, wo der hier angebracht ist, könnte man es auch gar nicht anders machen. Auch wenn die Räder noch einen Knopf nach hinten wären, wäre das immer noch im Weg. Das ist schon bei der Größe richtig so. Also ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen kann. Was man anders machen könnte, ist die Palette. 4x4er, 2x4er, mittig drunter. Wow, Palette. 4x6er wäre schön gewesen. Und dann ein bisschen anders verteilt, dass man ne, hier links und rechts, nee, noch nicht mal anders verteilt, sondern links und rechts jeweils nochmal ein 1x4er drunter. Und dann hätte man eine Palette, wo hier die Stangen genau reingehen. Das hätte nach einer Palette ausgesehen, halbwegs. Das hier ist mir ehrlich gesagt zu primitiv, selbst für eine Palette. Aber es funktioniert.
Man kann es draufnehmen. Man kann damit rumfahren. Man kann aufpassen, dass man nicht zu sehr bremst, sonst. Der hält lange. Ah, geht doch. Fliegt es durch die Gegend. Das Ding rollt es? Natürlich rollt es. Es ist Lego, es rollt immer gut. Das hier ist immer ein bisschen Action. Mehr Action gibt es heute nicht. Und ihn kann man natürlich dahin setzen. Der hat noch nicht mal einen Sitz. Naja, gut. Naja. Aber für so ein kleines Fahrzeug, was man sonst echt gar nicht in solchen Heften sieht, ist es durchaus okay. Ja, und die Palette, Herrgott, da kann man sich auch selbst eine bauen, die ist dann besser. Die Figur ist ganz nett, schön bedruckt. Das Fahrzeug ist klein, aber nett. Also das hier ist durchaus mehr Action, als die meisten Fahrzeuge haben. Ganz, ganz ohne Ironie, das ist tatsächlich deutlich mehr. Alle anderen können nur fahren. So, vielleicht könnte sogar ein Alien damit bekämpfen. Yay. Wunderbar. Das ist unser Fahrzeug diesmal. Und jetzt bleibt noch der Blick in die Zukunft. Und der Blick in die Zukunft, den muss ich mal eben aufblättern. Ihr merkt vielleicht an dem Geräusch, das ich gerade gemacht habe, es ist nicht der enthusiastischste Blick. Ein gottverdammter Feuerwehrhelikopter. Ich meine, gut, das Ding gibt es in dem neuen Gelb anscheinend. Und das ist es, was ich ja dazu an guten Sachen sagen kann. Feuerwehr, Helikopter. Wobei, es ist tatsächlich, es sieht relativ groß aus für eine City-Beilage, immerhin. Aber, ja, Helikopter. Müssen wir mal gucken, ob die Teile brauchbar sind, weil das Modell ist A, Feuerwehr, B, Helikopter. Wann kommt der? Der kommt am 28. Dezember. Da dürfen wir dann drauf gespannt sein. Ansonsten geht es bei den Heften weiter am Samstag mit Lego Star Wars. Eigentlich ist für heute auch noch Lego Jurassic World angesetzt worden. Das habe ich ja bisher in den Kiosken nicht gesehen. Sollte es vor Samstag noch auftauchen, werde ich es hier vorstellen. Ich vermute aber, dass sich das um die ganze Woche verzögert und am nächsten Dienstag auftaucht. Werden wir dann nächste Woche sehen oder im Laufe dieser. So oder so, dazwischen kommt ja noch anderes. Wir machen auf jeden Fall hier stetig weiter. Und dann sage ich erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.